Unser Mittagstag hier mit der erlesenen Runde, mit diesen drei coolen Gästen und Gästinnen, die ich hier habe, geht um das Thema, das wir heute Morgen vielleicht schon gehört haben in der Aula, aber das mal ganz konkret. Wie kann man eine Musikkarriere vereinbaren mit Familie? Kann man das überhaupt? Brandy Butler, du hast in Philadelphia, eine Musikstadt, studiert, gell? Pennsylvania geboren, in einer Musikfamilie aufgewachsen und heute in die Schweiz gekommen und hast dann bald schon angefangen zu arbeiten mit verschiedenen Musikern und Musikerinnen. Du hast eine Tochter und die ist 6. Genau, das ist richtig. Das Kinderthema ist richtig. Genau. Jana Aderi, du bist Sängerin. Ich habe gesehen, du hast in Luzern studiert alte Kirchenmusik. Und das gehört auch zu deiner Leidenschaft der Renaissance und nachher Jazz, oder? Genau. Renaissance-Musik, genau. Du hast Jazz in Norwegen studiert. Ja. Mhm. Und du hast verschiedene Projekte, ein Solo-Projekt Eiko, eher experimentell und zum Ausgleich so ein bisschen süffig. Hast du Sisyphox? Für mich ist es süffig. Ich weiß, für mich ist es genau. Und dann hast du noch Fall Fatal als Band, wo du unterwegs bist, und Ghost Town. Ja. Und Nick Wern, du bist Mitglied und Bassist, Sänger von der Kultband Tomazobi. Ihr habt schon 7 geile Scheiben draussen, gell? Du machst Thrashrot im Lesage in Biel und du hast das Label Endorphin, das verschiedene Bands rausgibt und rauskommen. Du machst noch viele andere Sachen, unter anderem einen 30% Job im Syndikat für das Schweizer Musiksyndikat. Genau. Du hast einen Bub, der 6 ist und in die Schule kommt, und du hast 2 Kinder, 8 und 13. Richtig. Genau. Also, ich fange mit dir an, Jana. Du hast mir im Vorfeld gesagt, du traurigst manchmal der kinderlosen Zeit nachher. Oder deine Musikerzeit, ja. Wo du noch kein Kind hast. Das klingt ja nicht gerade einladend für junge Musikerinnen, wenn sie sich überlegen, vielleicht doch mal eine Familie zu haben. Ja, ich empfehle es niemandem. Ja! Yeah. Der wirklich will auf Musik setzen. Warum nicht? Also, Musik an sich ist schon also eine schwierige Aufgabe und also wo einfach sehr zeitintensiv ist, ohne dass etwas rausschaut dabei, finanziell, über weite Strecken, oder wenn man nicht gerade total Glück hat. Und das, um eine Familie umzubauen, ja, ist schwierig. Aber du hast jetzt ein Kind. Ich habe ein Kind, ja. Und du bist immer noch Musikerin. Mhm. Wie macht ihr das? Ich wohne noch mit dem Kindsvater zusammen. Mhm. Wir sind nicht mehr zusammen, aber wir so können wir beide aufs Kind schauen. Und er hat ein Einkommen, ein festes, er ist Forscher an der ETH. Mhm. Das heisst aber dann auch immer, dass ich quasi die Unterlegene bin, ja, mit meiner Musik. Oder? Und immer so ein bisschen muss mein teures Hobby um seine Arbeit quasi umbauen. Also das Rechtfertigen, warum ich jetzt. Also. Teilt ihr die Ansicht von Jana, dass ihr sagt, ja, also, es wäre gescheit gewesen, wir hätten kein Kind gehabt? Also, das will ich persönlich sagen, ich finde, ich bin sehr streng in meiner eigenen Wünsche für mich selber. Und ich fühle das aus, dass das, was für mich wichtig ist als Mensch, weil ich finde so happy Eltern, happy Kind. Und ich kann einfach, es kommt noch dazu natürlich mit der Veränderung des Lebens und Zeitverschwendungen und keine Kreativität, weil du bist so müde. Und so kommt vieles dazu. Aber ich finde es, ich bin einfach, ja, ich stehe einfach dahinter, dass ich mache gerne, was ich mache, und ich mache es einfach, und ich finde einen Weg, ich finde irgendwie einen Weg, dass es funktioniert mit dem Kind und Partnerschaft und mir. Und das heisst natürlich, was noch schlimm ist, dass du kommst einfach für Reklamierung zurück von Menschen, die das Modell nicht verstehen. Das kommst du über? Ja, also, oh ja, natürlich. Also was sagen die? Die sagen, also, du bist Beispiel, eine schlechte Mutter, weil du bist immer auf Tour. Ja, wer kümmert auf dein Kind? Da hast du, ist dein Kind nicht so viel weg von dir? Leidet dein Kind nicht extrem, dass sie dass sie Halbzeit von der Papa ist? Oder wie magst du das? Ich kann das nie können machen. So Sachen. Das hast du auch erlebt? Ja, ja, oft. Ja, also das würde ich nicht erlebt. Das ist immer noch, würde ich sagen, das ist sehr präsent. Ich finde auch, ja. Also, ich bin einverstanden. Es ist, wenn man wirklich einfach, also Musik, wenn man es wirklich machen will und eine Karriere anstreben will, dann frisst einem eigentlich die ganze Zeit, oder?
Aber ich bin mir auch nicht gereuig. Also ich bin mir in dem Sinne auch nicht gereuig. Ich meine, es ist ja dann da. Also ja, aber... Nein, es ist nicht... Ich glaube, es wird niemand... Also es verstehen so alle... So will man ja nicht mehr, aber es ist einfach, wenn man es aus dem Gesichtspunkt, aus dem Standpunkt... Aber ihr habt ja nicht alle Kinder bekommen. Also ist ja nicht bei allen... Also... Man hat schon ein bisschen mitentschieden, ein bisschen, oder? Ich bin jetzt gleich fest. Ich bin nicht von dem Bewussten. Es ist mir nicht, wir haben sich gefunden, wir machen jetzt das Kind. Es ist einfach passiert. Und dann, wenn es passiert ist, dann findest du, okay, wir machen den Weg. Und haben einen Weg gefunden. Und also, ich bin auch getrennt und wir haben einen Weg, das funktioniert für uns beide. Aber er ist, hat einen flexiblen Job und das hilft mega viel. Genau. Aber du findest einfach einen Weg. Und richtig oder nicht, oder dein Kind in 20 Jahren in Therapie reklamiert, kann man sagen, wahrscheinlich alle, aber das ist, es ist einfach so. Und du weißt auch nicht, also du weißt ja gleich nicht, ob schon es dir jeder erzählt und du überall alles kannst nachlesen, aber am Schluss weißt du ja gleich nicht, was auf dich zukommt, oder wenn das Kind kommt. Und es geht natürlich auch noch Leute zu, nicht nur Musiker und Musikerinnen. Ja, eben, ja. Das ist für alle ein Schock. Ja. Und dann muss man es mehr ausprobieren, oder? Sonst weiss man nicht, was es ist. Ja, das ist auf jeden Fall so. Vielleicht, also was vielleicht bei den Musikern und Musikerinnen speziell ist, sind ja die unregelmäßigen Arbeitszeiten. Also ich denke daran, man geht auf Tour oder man will an einem Studioalbum arbeiten, man will intensiv ein paar Wochen dran sein, weil also ich kann nicht verstückelt arbeiten, das finde ich das Schlimmste. Seit ich ein Kind habe, ich muss immer stündchenweise da schnell proben, da schnell da, dann sollte ich einen guten Text schreiben, aber ich habe nur ein Stündchen Zeit, bis ich mental überhaupt so weit bin. Wie geht euch das? Wie macht ihr das mit dem Kind konkret? Ihr geht einfach 3 Wochen in ein Hotel, oder? Du bist von Meiringen gerade oben. Genau, ich war jetzt gerade 4 Tage in Meiringen, um neue Stücke zu schreiben. Und es ist ein wahnsinniger Luxus, den ich mir jetzt in dem Sinne mal rausgefunden habe. Das heisst jetzt wieder, dass also der Vater muss alleine schauen muss, neben seinem Job und so. Aber sonst kann ich also in Kompositionsmodus sein. Ich muss nicht, wenn ich weiss, um 3:30 ich komme aus dem Kind zu gehen. Und, ja. Es ist fast weggegangen. Aber 4 Tage hat eigentlich ja noch nicht so recht gelangt. Also, aber mehr liegt einfach nicht drin. Dann. Ich bin einfach aufgewachsen in einer Familie, wo mir ganz klar vom Anfang ist, dass wenn du eine Gemeinschaft baust, dann hast du viel mehr Freiraum. Aha. Und ich habe mich wirklich sehr, sehr bewusst in dem Mindset vom Anfang gedacht, okay, ich muss wirklich Gemeinschaft unter mich hinbaut. Und für den ersten Moment, wo mein Kind auf die Welt kam, meine besten Freundinnen sind so genau ihre Familie wie meine als Freunde. Und das heisst, dass für mich auch als Ausländerin, meine Eltern sind nicht da. Das heisst, dass ich so Betreuungshilfe und nicht nur auf das Link, das fällt nicht alles auf meinen Partner oder seine Seite, für mich auch meine eigene Welt. Und dafür, zum Beispiel, ich mache auch Theater und dafür bin ich gerade 2 Monate in München gewesen. Und dann habe ich das geteilt, also sie ist sowieso 50% mit ihrem Vater. Und dann bin ich so über 3-4 Tage weg und dann so 2 Tage zurück und dann 3-4 Tage weg und 3 Tage zurück. Und den Rest von der Zeit habe ich mit meiner Freundin entdeckt, wo sie geholt haben und mit ihr mittags gegessen haben. Und sie hat natürlich, für sie ist das auch sehr gewohnt, ist normal für sie. Sie kennt sie, vertraut sie und das hilft extrem viel. Es hilft so viel. Eben, ein normales Betreuungsmodell, quasi die Kita von 7 bis 6, nützt ja den Musiker nicht direkt oder die Musikerinnen. Oder? Wenn ja, das ist so genau unsere Arbeitszeit. Das ist nicht gerade die Arbeitszeit, genau. Also du machst es über ein grosses soziales Netz. Ja. Und du gehst sie noch in die Kita, gell? Also im Ort, ja, genau. Ja. Und wie machen die es? Ja, konkret. Also wir haben das mal ausgerechnet mit der Kita und haben herausgefunden, dass die Freizeit, die man dort gewinnt, ist, oder die Zeit, die man dort arbeiten könnte, die holen einfach genau für die Kita weg. Oder? Mhm. Und meine Frau ist jetzt jemand, der findet, sie ist gerne Mutter und sie will mit dem Kind, also das Kind ja, bei sich haben und aufwachsen. Von dem her keine Kita und ja, meine Dings, meine Zeit hole ich mir, meist habe ich mir jetzt so ein bisschen eingerichtet, dass ich halt irgendwie die Nacht, also ja, manchmal sind es Abend und vielfach sind es Nacht, aber dass ich irgendwie um 7:30, 8, wenn so einigermaßen Kinderfeierabend ist, dass ich in den Keller gehe und wenn es läuft, dann kann es mal 4, 5 Uhr morgen werden. Dann schaut die Frau am Morgen quasi für ja, dann ja. Haben sie so ja, ich arbeite auch sonst eigentlich
grundsätzlich fast jeden Abend noch ein bisschen. Und dafür hat sie so ein bisschen den Morgen zu aufnehmen und so. Und weil halt mein Rhythmus sowieso so ein bisschen verschoben ist. Und du hast etwa 10 Gigs im Monat, hast du gesagt, im Vorfeld, wo du auftrittst. Und das ist, glaube ich, schon das Problem mit Kindern. Oder so ist es immer bei uns, dass es wirklich schwierig ist. Du fährst noch heim, du lädst noch aus im Übungsraum, es wird 3, du kannst nicht einschlafen, es ist 4, gehst ins nächste und sieh, wie kommt der Golf, oder? Es ist einfach schon heavy. Also es geht dann nur, wenn eben jetzt in meinem Fall einen Partner hast, der sagt, der kann zwar überhaupt nicht gut aufstehen morgen, das stimmt gar nicht, was ich sage. Ich habe den falschen Partner, aber ich kann nicht. Er wird ja morgen bei uns, also das ist doch ein Problem. Bei der Geburt, die schlaflose Nacht, also das, ich habe das heavy gefunden. Wie habt ihr das gemacht, als das Baby auf die Welt kam? Ich habe mein Baby immer gesprochen, so im Bauch, so, es ist alles gut, du musst nur schlafen. Du hast einen Mann. Habe ich schon am Anfang gesagt, du musst nur schlafen, es ist alles gut. Mhm. Und muss ich sagen, sie hat so gut vom Anfang geschlafen. Aber wir haben sie viel mitgenommen. Ich bin jemand, der findet, so, Kinder sind flexibel, wenn du das Gefühl hast, die sind flexibel. Wenn du das Gefühl hast, Kinder sind nicht flexibel, dann sind sie auch nicht flexibel. Mhm. Und wir haben sie immer mitgebracht, weißt, ins Bett gehen essen oder Konzert nachher. Und am Anfang ist wirklich sehr... Aber wenn Kinder klein sind, sind Leute extrem, extrem nett. Mhm. Und du darfst das Baby mitbringen und dann passen sie auf dem Konzert auf das Baby auf. Sie ist nie in einem Konzert aufgewacht, aber ich habe sie gestillt vorher zum Schlafen gebracht und dann Konzert gesungen und dann nachher wieder gestillt und ist alles im Ordnung. Ja, ich wechsle ins Hochdeutsche, dass du verstehst. Oder verstehst du Mundart? Ja. Gut, okay. Ja, mit Baby geht's, oder? Ja. Aber was machst du mit den 3-Jährigen, mit den 4-Jährigen? Aber ich habe das Gleiche gemacht. Also ich kann irgendwie im Berufsstab, irgendwie ins Chaos von Musikerleben musst du ein bisschen Konsistenz finden. Mhm. Und für mich das Konsistenz ist die Schlafroutine. Das ist für mich sehr konsistent, dass egal, gut, okay, sage ich von zwei Seiten. Auf einer Seite ist, egal wo wir sind auf der Welt, dass eigentlich am 8:30 die Schlafzeit. Und dann hast du einfach etwas, wo kannst mit dem arbeiten kannst. Du kannst so Konzerte so am 10 Uhr anfangen oder kannst so schon mit dem ein bisschen arbeiten. Aber das ist einfach meine eigene Geschichte. Ich habe ein Kind, das gut schläft und kein Problem mit dem macht. Das ist, es hat andere Geschichten auch, weiss ich. Also ich habe es jetzt nie, für mich funktioniert das überhaupt nicht mit dem Mitnehmen. Das ist, also Babyjahr bin ich, halt, habe ich aufgehört Musik machen. Das war Pause. Voll beim Baby gewesen, genau. Und nachher, ich habe das Baby aber nicht gut geschlafen. Und dann haben wir das von Anfang an so voll strikt eben mit der Schlafzeit. Und dann, jetzt schlaft er super, aber es ist einfach irgendwie... Also das flexible Ding habe ich wie nie gemacht. Ich habe völlig getrennt. Da ist meine Musikwelt und wenn ich zu Hause bin, bin ich zu Hause. Und du hast ja noch wegen Fotos gefragt von Konzerten, aber das mischt sich fast nicht. Also, du hast keine, dein Kind war nie mit. Ich habe einmal gehört. Ja. Es ist nicht, weil ich es so schlecht finde, sondern weil es dich stressen würde, wenn mitgeht. Ja, genau. Ich bin in einem anderen Mindset. Ja, mich interessiert das auch nicht. Also, der ist mit dem aufgewachsen. Und meine Band hat ja definitiv auch noch so ein bisschen eine leichte Kindertauglichkeit. Aber nein, das ist für den, wenn ich im Büro arbeiten würde, und unter das würde ich sehen, habe ich das Gefühl. Das ist einfach so, sie sind mit dem aufgewachsen und... Also wenn es noch immer einen Spielplatz hat und wir spielen, dann geht er auf den Spielplatz. Ja, ich finde es schon noch, also es ist schon noch krass, weil... etwas anderes, was mir aufgefallen ist, dass du hast jetzt 2 Kinder und ihr habt je 1. Das ist, was wir vorher noch gesehen haben, gehört haben, 3, oder? Aber ich glaube, sie ist allein auf Weiterflug mit 3 und allein, oder? Ja. Und würdet ihr jetzt als zweites machen? Uff. Ich weiss nicht, ich habe eine gute Balance und ich will es nicht kippen. Ja, also, aber hat sich gut eingespielt, oder? Ja, aber ich frage viel von meinem Kind. Ich frage viel so, okay, jetzt gehe ich 2 nach München, oder? Jetzt müssen wir dort an zum Proben, musst du dich 3 Stunden beschäftigen. Und ich finde, das ist viel für ein Kind. Und ich habe das Gefühl, mit 1 kannst du so viel fragen und es funktioniert 99% der Zeit. Aber mit 2 bin ich unsicher, wie ich als Mensch arbeite, wie das funktioniert. Kann ich auch nicht mehr vorstellen, schlaflose Nacht zu haben. Oder einfach so wenig Schlaf. Oder auch einfach so das Intensität, Körperintensität, die das braucht am Anfang.
Eben, aber das, es führt schon ein bisschen auf das, man, so, man hat so ein Kind geht gerade noch für die Musikkarriere, eins geht irgendwie gerade noch. Aber mit mehr ist man immer in dem System, wie wir leben, offenbar, geht es nicht. Weil du hast es angesprochen, das System, mit, dass man ein gutes soziales Netz braucht, wo das Kind nicht nur aufs Mal mit Papi fixiert ist, sondern halt ein bisschen mehr Leute hat. Das haben wir aber offenbar nicht. Also könnte man vielleicht als Thematik euch noch fragen, was würde... Ist das ein gesellschaftliches Problem, jetzt, abgesehen von Musikerin, Musiker sein, dass ihr das so als schwer empfindet oder dass man nur ein kleines Kind kann haben kann? Hat ihr etwas anderes gebraucht, damit ihr als Musikerin mit gutem Gewissen oder mit gutem Gefühl daherkommt und sagen, es ist kein Problem, eine Familie zu haben? Also ich habe ja 8 Jahre in Norwegen gelebt und es ist schon ganz etwas anderes dort mit der Kinderbetreuung. Wo halt das, was wir vorher beschrieben haben, mit dem schlechte Mutter, existiert dort bei nicht. Das ist auch so selbstverständlich, dass Kind ab 3 Monaten fremdbetreut werden und viel. Und das ist halt dann auch das, was du gesagt hast, ist ja nicht so, dass es nicht kannst zahlen und sonst würde das Geld gerade wieder weggehen. Aber es ist ja dann trotzdem noch, natürlich sind es noch die Tageszeiten. Aber ich kenne, glaube mehr Musiker in Norwegen, die auch mehr Kinder haben, 2 Kinder haben und es funktioniert. Also Betreuungssysteme sicher mal. Also vor allem halt auch die Finanzierung von Betreuungssystemen. Eine andere Finanzierung, ja. Gut, für euch kommt die Fremdbetreuung gar nicht unbedingt in Frage, oder Nick? Hast du vorher gesagt? Also leisten können wir können es einfach schlicht leisten, oder? Und also was bei uns noch eine gute Konstellation ist, ist, dass eine Tochter, die 13 ist, nicht meine ist. Und das ist, ihr Vater ist auch Schlagzeuger, also auch Musiker. Mhm. Also nein, Schlagzeuger, nicht Musiker. Ja, die Finesse sind wichtig. Ja, und also von dem her auch so ein bisschen, also meine Frau ist ja auch schon, die hat auch schon unabhängig, bevor wir uns kennt haben, so ein bisschen in diesem Musikbusiness gearbeitet. Und das ist so ein bisschen wie, ja, das ist so ein bisschen wie gewöhnt. Und wir können durch diese Konstellation können wir viel auch mal aber vielfach haben wir nur den Kleinen, der einfacher zu versorgen ist. Oder wir können auch mal beide übergeben zum Rolli, wo wir dann auch wieder seine Mal wieder am Wochenende nehmen können. Das geht irgendwie noch. Das ist noch cool. Es hat doch das Mentalität so, je mehr, umso besser. Und ich bin eben zum Beispiel von meiner Freundkreis, von Leuten, die haben Kinder, ich nehme oft ihre Kinder. Weil ich finde so, ja cool, jetzt kann sie miteinander beschäftigen. Mhm. Und ich finde, das ist nicht so genau die Mentalität von da, dass du nimmst andere Kinder mit für den ganzen Tag oder so. Es ist so, vielleicht hast du 2 Stunden, das ist alles sehr hoffentlich und so. Aber, oder das viel Übernachtungen. Also meine Tochter mit 6, jetzt ist sie schon viel übernachtet, überall, auch was sie das wollte, mit ihren Freunden. So. Und es hat Kinder, die von ihrer Freundschaft, Gemeinschaft, von ihr selber, die noch nie übernachtet hat irgendwo. Oder das Kulturelle ist so trennt und sehr eingebaut auf die Eltern. Und gibst Kindern nicht weg, oder sie bei dir, sonst bist du schlechte Eltern. So Sachen. Gut, man geht in der Schweiz nicht schnell einfach Leute und sagt, hast du noch genug zu essen, ich will mitessen. Das macht man auch nicht, oder? Ja, bei uns. Es geht in die Richtung, also, dass man familiärer in die größeren Dimensionen denkt. Die Frage ist ja auch ein bisschen bei Helvetia Rock, wenn wir in diesem Umfeld sind und das Thema Vereinbarkeit mit Familie, stellt sich die Frage, ist das für die Frauen schwieriger quasi für die Musikerinnen als für die Musiker, oder? Kennst du viele Musiker, Männer, die Familie haben? Ja. Die meisten. Kennt ihr viele Musikerinnen, Freundinnen, die Familie haben? Die meisten Freundinnen von euch, die Musik machen? Einfach Musikerinnen, die aufgehört haben. Also, ich kenne natürlich wahnsinnig viele. Deine Musikfreunde machen noch Musik? Ja. Trotz der Kinder? Ja. Und so schreibt. Also. Es gibt schon auch immer mal wieder. Aber. Also, es ist ein Risiko da, quasi. Familiengründung für einen Musiker ist ein Risiko, dass das stoppt mit der Karriere. Ich denke, das ist eigentlich der Normalfall. Ja. Das ist es definitiv. Ja. So ab 30, 35 fängt es sich dann so auszudünnen. Und am Anfang denkt man noch, sie kommt vielleicht zurück und nach 2 Jahren weiss man, nein, ist jetzt in dem anderen Film. Und das finde ich wirklich, also das bedauere ich auch wirklich viele gute Musikerinnen, die ich weiss, sie sind einfach so abhanden gekommen. Also, die haben ja
sicher ein gutes Leben. Sonst aber einfach jetzt so einer von der Musik her, denke, finde ich das wirklich schade. Tja, und dort stellt sich dann schon die Frage, was man dort kann machen oder wo das der Ansatz ist. Oder? Weil ihr habt vorhin das Betreuungssystem gesagt, aber ich denke, es ist dann schon ein Symptom von einer tieferen gesellschaftlichen Angelegenheit, dass halt gleich noch vielleicht sich die Frauen mehr verantwortlich fühlen oder der Mann weniger das Problem hat. Also was ja auch immer lustig ist, ist zum Beispiel, wenn ich mit Sissi Fox auf Tour bin, oder der Schlagzeuger dort hat Kinder, eins jünger und eins älter als ich, also zwei Kinder. Und wenn wir viel spielen, dann werde ich oft gefragt, wenn wir ankommen, so Veranstaltungen oder irgendwie, ja, wo ist denn jetzt sein Kind, wie machst du es denn mit dem Kind? Und er wird doch das nie gefragt. Aber noch nicht einmal. Das ist einfach... Das ist ein interessantes Beispiel, oder? Ja, ein bezeichnendes Beispiel. Ja. Ich habe viel, ich habe viel mehr Männerfreunde, Musikerfreunde als Frauen. Aber die ich kenne, ich habe das Gefühl, sie finden, es ist sowieso schwierig, als Frau im Musikgeschäft, das ist ein Thema, und dann den Weg wieder zurückkommen, wegen dem schamenden Gefühl, wo dort ist. Und hat das Gefühl, dann gibt es den dritten Punkt, also nicht nur von dem Gesellschaft. Also wieder nach der Babypause zurück in die Musik wiederkommen? Ja, also einfach zurück zur Musik generell. Ja. Also es gibt so das gesellschaftliche Gefühl, so, warum schaffst du eigentlich? Und dann gibt es aber das dritte, so, warum nimmst du Zeit für dich? Und ich glaube, so die Kombination von die drei selber, weißt, so Leute, ich habe das auch Gefühl auch am Anfang, aha, ich soll eigentlich lieber heim mit meinem Kind sein, statt im Fitnesscenter am Abend. Mhm. Weil ich muss mit dem Kind sein, weil es da ist. Mhm. Und das ist etwas, das von meiner Training kann ich das kann gewinnen, eigentlich, so die Zeit für mich. Aber ich habe extrem, so viel, eigentlich viel schlechter zu gewissen, als der gesellschaftlich ist, wie rechne ich Sachen für mich, wenn ich ein Kind habe. Und ich habe für die drei sind so eine tolle Die Kombination macht es erst ein bisschen tiefisch. Die macht es aus, dass das zu so Schwierigkeiten führt. Yeah. Jetzt haben wir sehr viel über die Nachteile geredet. Vielleicht noch zum Schluss. Was sind denn die Vorteile, die es jetzt für eure Musikerkarriere, nicht allgemein, sondern für eure Musikerkarriere als Musikerin oder Musiker, was sind die Vorteile, wenn man ein Kind hat? Bringt es auch mal etwas? Du hast die Frage im Vorfeld geschickt. Und ich habe spontan Kenny schreiben und habe dann gefunden, das ist jetzt aber recht brutal. Und habe dann recht lange umüberlegt, aber es ist mir nichts Sinn. Eine schöne Einleitung, nicht? zu dem nach wie vor deprimierenden Ergebnis. Ja. Das ist einfach kein Vorteil, die Kinder. Ja. Also in Bezug auf die Musikerkarriere. Ja. Ich finde, es hat mich selber extrem viel Vorteil anbietet, weil mit dem Idee von einem Kind ist das Gefühl, aha, ich muss mich selber richtig machen, weil ich will mein Kind, ich will nicht, dass mein Kind in Therapie in 20 Jahren landet. Und das heisst, ich muss selber meine Sachen verordnen und meine Rucksack noch selber machen. Mhm. Und natürlich, wenn du fängst an mit dem Prozess, dann wachst du extrem viel als Mensch. Und wenn du wachst extrem viel als Mensch, dann wächst auch die Musik dazu. Mhm. Und das ist für mich wirklich der grösste Vorteil, dass durch die Beziehung von meinem Kind, die mich ständig fördert in verschiedenen Arten, habe ich immer das Gefühl, ich muss noch wachsen, dass ich mit meinem Kind wachsen kann. Mhm. Und dann, weil ich wachsen muss, wächst mein Kind. Also als Künstlerin wachse ich auch. Ja. Also mir ist es zuerst so gegangen wie dir. Und dann bin ich so ein bisschen in deine Richtung gekommen und habe gefunden, es bringt mal ein bisschen den Fokus von mir als Person weg. Das hat so eine Ruhe in die Musik gebracht, die ich vorher wie nicht hatte. 5 Minuten später habe ich gefunden, ach nein, Fokus auf dich selber ist einfach gut als Musikerin. Aber man kann ja... Ja, aber man muss dann schon also die Prioritäten setzen, ist doch schon immer ein Vorteil. Also man ist doch so effizient und straight, wenn man weiss, man muss noch das Familienleben, ich sage es jetzt, es ist nicht beliebt, das Wort managen, aber man muss auch dort auch noch schauen, man wird doch mit der Zeit, man ist doch so scharf und schaut genau, was dann das Problem ist beim Zerstückeln, verschaffen kreativ, aber für das reine Umsetzen Sachen, ist doch mit Kind bin ich immer viel mehr auf dem Punkt. Ist schon gut. Kann ich sagen, es hat mich auch die Priorität
was mache ich eigentlich mit so einer Karriere? Es hat mich viel mehr Priorität eingesetzt. So, jetzt muss ich nicht von allen arbeiten, die ich vorher gemacht habe. Ich habe für jeden alles etwas gemacht. Und jetzt, jetzt mache ich das nicht mehr, weil ich habe auch keine Zeit. Und dann, sowieso, wenn du es machst, kommst du nicht zu deinen eigenen Sachen. Das ist auch, finde ich, auch schön. Auch nicht mehr jeden blöden Gig spielen oder so. Sondern wirklich so, okay, ich habe so und so viel Zeit. Das mache ich damit. Genau. Nur noch für viel Geld ausspielen. Ja, genau. Ja, das ist eine super Idee. Gage erhöhen. Möchtet ihr noch diesen Mittagstag nutzen, um noch eine Frage oder vielleicht noch einen Input geben aus eurer Sicht, je nachdem, ob ihr Kinder habt oder bewusst kein Kind habt? Die noch keine haben und eigentlich gedacht haben, ich will mal Bänder nutzen? Ja. Ich habe gesagt, ich bin das eine, die drei Kinder hat. Hey, gratuliere! Also, ich hatte sehr junge Kinder. Gehabt. Die älteste ist jetzt 18, also das ist so ein anderer Weg. Und wenn ich so zurückschaue, also für mich hat sich auch dort irgendwo, wo die Kinder riesig waren, die Frage gestellt, gar nichts weiter als unsere Pandemie. Und es war mir wirklich zu heissen, weil ich das Gefühl hatte, ich packe es nicht. Also, ja. Ich habe es auch immer gemacht. Aber ich habe dann so, bin mehr in Weg Management halt gegangen und habe meinen Stand in einem anderen Ort gesucht. Aber nebenan immer meine Musikprojekte versucht zu machen oder meine Musik geschrieben, gesammelt. Und habe sehr viel gezweifelt und auch gelitten, weil ich gewusst habe, das ist meine Passion. Also ich mache das Ganze, das ist immer Platz hat. Und jetzt, wo aber die Kinder grösser sind, merke ich, das ist ja alles noch da. Also ich habe so eine Zuversicht mit dem Alter und dem Älterwerden, und man dann so, ja, das geht nicht einfach weg und kann auch das mit mir leben. Also, und bist dann auch unterwegs. Und wenn ich so zurückschaue, Kinder habe ich sehr gerne Mutter, wirklich. Und das ist so recht krass, wenn ihr das so sagt. Also es tut mir irgendwie, ich verstehe, dass es wirklich cool wert ist. Aber wir dürfen auch sagen, dass wir gerne Mütter und Väter sind in diesem Metier. Also ich finde, das kann. Das hat niemand gesagt. Es war schon ein wahnsinnig bereichernd. Also es hat mich frisch gehalten. Irgendwo. Und das, was du gesagt hast, der Fokus auf den Moment, wenn ich weiss, ich habe jetzt ein Zeitfenster von 2 Stunden, dann gebe ich einfach Vollgas. Und dann schreibe ich halt so, Peng, und dann ist es vielleicht auch so gut. Aber dann ist einfach, das hat mir gleich auch sehr viel gegeben. Also, aber das ist das, was du sagst, Pamela, es ist halt auch typenabhängig, oder? Es ist extrem, wie das mit damit umgeht, was einen beflügelt, wo es Leidenschaft hat. Ja. Aber ich kann noch mal ein Beispiel bringen, eine andere Freundin von mir, die Schauspielerin ist und immer wieder einfach in Deutschland irgendwelche Filme zeigt. Die hat echt so ein Selbstverständnis dafür, dass das einfach das Wichtigste ist für uns Leben. Schauspielerin. Ja, und die geht extreme Opfer ein. Also ihre Kinder, sie hat 2 Töchter und das ist wirklich einfach so. Die 2 Töchter haben extrem viel mitgemacht. Das ist einfach für sie so, die hat es echt durchgezogen, weil sie das mit dem schlechten Gewissen nicht hatte. Das ist echt für sie klar, ja, jetzt sind sie da, aber ich mache jetzt mein Ding. Das ist so dick und hart dadurch. Und also bewundernswert, aber ich glaube, das. Sobald man jemand ist, der sich schnell verantwortlich fühlt, sobald man jemand ist, der schnell mal ein schlechtes Gewissen hat, ist es glaube ich, schwierig, sich selbst abzustellen. Ich denke einfach, also es ist halt wahrscheinlich normal, dass du, wenn du ein 9 Monate altes Baby hast und du musst 2 Monate auf die Tour, dass du es dann überleihst, nimm es mit, was ich eben würde bevorzugen, als dass du es irgendwo herfährst. Also das mit dem schlechten Gewissen kann ich nur schnell machen, wenn du 2 Monate weg bist. Oder? Ja. Das ist auch ein bisschen fast normal in dieser Situation. Dort möchte ich gerne noch schnell etwas anfangen, was mich wirklich aufgeregt hat von der Pro Helvetia, wo ich die Ateliers habe. Jetzt ist jetzt der Dust zukünftig direkt von der Pro Helvetia. Ich muss noch was sagen. Und zwar habe ich mich, als mein Sohn knapp 1 war, habe ich das Atelier in Cape Town bekommen. Und ich habe es ist dann darum gegangen, dass ich etwas kürzer gehen kann als in normale Zeitspanne. Und ich habe das Gefühl, die ganze Organisation und alles drumherum, weil ich nicht mitnehmen können. Also für das, es war aber das Wichtigste für mich, dort im Moment mal wieder aus dieser Babybubble raus. Und ich finde, dort könnte so eine Institution wirklich extrem viel mehr machen. Weil das hat mich am Schluss zurückgebracht zu der Musik. Das ist wie der Abschluss von dem Babyjahr. Und ich musste so um das kämpfen. Also Stipendien oder solche Orte sind nicht ausgerichtet auf Frauen mit kleinen Kindern?
haben wir gestern mitgeredet über in Deutschland ein Modell, wo Frauen, Mütter können eben gehen mit kleinen Kindern, Stipendien extra. Es gibt ein Fonds, das das genau macht, dass Künstlerinnen können gehen mit kleinen Kindern an Orten. Weil es ist nötig, wenn ich mich auch beworben, wo der Jim vielleicht 2 war oder 1,5. Hey, es ist nötig, wenn du sagst, wie könnte ich es denn machen mit dem Kind? Genau. Das wollen wir dann nicht. Der Vater auch noch dort, der das Kind betreut, das Kind auch, das wollen wir nicht. Ja, also so. Tim und Puma ist dann mit Kind gegangen, diese Band, aber die haben selber bezahlt für sie. Okay, das ist ein ganz konkreter Ansatz. Oder dann eben, wenn ich es kürzer, das habe ich dann durchgesetzt, aber ich habe wirklich richtig auf die Hinterbeine, oder? Okay, dann gar nicht halt. Ja, das passt nicht zum Künstlergenie, wo man die Stipendien gibt, dass da eine Mutter mit dem Golf kommt und dann oder still. Als Mutter, oder dann auch... Nein, es passt nicht das Bild rein. Vom verkopften, oh, ich schreibe jetzt den Roman und ich mache jetzt die Musik, das passt nicht da rein. Okay. Ja, ich danke euch ganz herzlich für den Mittagstag. Und für, wenn ihr noch etwas sagen könnt, habt ihr das Gefühl, ihr könnt das platzieren, was ihr wollt zu diesem Thema. Ich wollte aber sagen, dass niemand hat gesagt von uns, dass wir sind gegen Eltern, die heim sind. Niemand. Und ich glaube, wir sind alle, kann ich für einige sagen, dass jeder macht, wie vorher, jeder macht, was für sie am besten funktioniert. Und es ist überhaupt keine Beurteilung. Also du machst einfach für dich, was stimmt. Kind schlaft oder schlaft nicht, du lässt sie schreien, schlafst in dein Bett. Also für mich ist immer die Frage, dass Menschen machen, was funktioniert. Und ich glaube, wir sind so eher ein bisschen, vielleicht hast du 3 Menschen, die so eher ein bisschen vereinigt sind, so wie wir funktionieren oder wie wir ticken als Menschen. Aber wir sind nur ein Quotient von vielen Bildern von Familien. Und das gibt es auch ganz viele und das ist alles schön. Und wir heißen gerne Kinder. Ja, genau. Wir lieben unsere Kinder. Übrigens, am Schluss noch. Wenn ihr Diana sehen wollt, könnt ihr das nächsten Mittwoch im Fête de la Musique in Lausanne mit Sissi Fox. Den Nick könnt ihr sehen, Lies, im Liesbach-Merit am 23. Juni. Nicht vergessen! Und Brandy könnt ihr heute Abend sehen, im Seebad Engel. Da könnt ihr mit ihr auf Zürich fahren, wenn ihr sie noch einmal seht. Und ich verweise auf das Programm. Es geht jetzt weiter mit Abschlusskonzerten der Female Band Workshops und verschiedenen interessanten Workshops parallel. Also, ihr seid wirklich tough mit eurem Programm. Es ist super. Herzlichen Dank, dass wir hier haben reden dürfen. Und merci, sind ihr gekommen. Trotzdem schönen Abend.